Salzgitter geht die Staatsanwaltschaft von einer Feindschaft zwischen den Schülern aus und von einer geplanten Tat. Deshalb gehen wir auch von einem Mord aus. Das heißt, wir sehen niedrige Beweggründe. Und die Tat ist nach unseren Erkenntnissen auch heimtückisch erfolgt. Das heißt, die Arg- und Wehrlosigkeit des Opfers wurde für die Tötung